gehen. Es geht jede Sekunde los. Das sind noch die Pressefotos, die gemacht werden. Rechts im Bild, das ist der neue Vorstandsvorsitzende, Herbert Diess. Um ihn geht es. Er soll den Konzern lenken in Zukunft und wirtschaftlich international auf der Erfolgsspur halten. So, jetzt sind wir. Meine Damen und Herren, einen recht schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen in Wolfsburg. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig unserer Einladung gefolgt sind. Anlass ist die Konzernaufsichtsratssitzung gestern Nachmittag. Wir haben ja gestern Abend schon eine Pressemitteilung dazu verschickt. Und heute Morgen möchten Ihnen der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Dieter Rösch und der Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns, Dr. Herbert Diess, die Ergebnisse kurz gerne persönlich vorstellen. Im Anschluss an diese beiden Statements haben wir dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu beantworten. Herr Rösch, wenn Sie wollen. Ja. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in Wolfsburg. Vielen Dank, dass Sie unserer kurzfristigen Einladung gefolgt sind. Wie Sie wissen, haben bei der gestrigen Sitzung des Aufsichtsrates der Volkswagen Aktiengesellschaft wichtige Themen auf der Agenda gestanden. Über die wesentlichen Beschlüsse haben wir Sie gestern am späten Abend per Pressemitteilung informiert. Es ist mir und auch Herrn Dr. Diess ein Bedürfnis, Ihnen die wichtigsten Punkte und die Beweggründe, die zu den Beschlüssen geführt haben, auch persönlich zu erläutern. Gestern war ein wichtiger Tag für den Volkswagen-Konzern. Ein Tag, von dem spürbare und, davon sind wir alle überzeugt, positive Impulse für die nächste Phase der Neuausrichtung unseres Unternehmens ausgehen werden. In den zurückliegenden 2,5 Jahren haben wir bereits sehr viel erreicht. Der Volkswagen-Konzern musste seit Herbst 2015 nicht nur die größte Krise seiner Unternehmensgeschichte bewältigen. Wir standen auch vor der Herausforderung, uns parallel für den epochalen Umbruch, für den tiefgreifendsten Wandel zu rüsten, den die Automobilindustrie je erlebt hat. Wir sind froh, heute sagen zu können, beides hat unser Unternehmen sehr erfolgreich gemeistert. Wir haben die Dieselkrise in weiten Teilen hinter uns gelassen. Volkswagen hat zudem die Weichen für einen fundamentalen Wandel gestellt, der in der Industrie seinesgleichen sucht. Der Konzern hat sich auf der Basis seiner ambitionierten Strategie Together, Strategie 2025, grundlegend neu ausgerichtet und gleichzeitig seine bemerkenswerte wirtschaftliche Kraft unter Beweis gestellt. Dabei bilden Integrität und Compliance das Fundament unseres Handelns, die wir im Rahmen unserer Entscheidungen und Prozesse noch stärker verankern. Das ist nicht zuletzt der Verdienst von Matthias Müller, der Herausragendes für unser Unternehmen geleistet hat. Er hat Volkswagen nicht nur sicher und mit Bravour durch eine extrem schwierige Zeit gesteuert. Er hat auch den notwendigen Kulturwandel in die Wege geleitet und mit hohem persönlichen Einsatz dafür gesorgt, dass der Volkswagen-Konzern nicht nur in der Spur geblieben ist, sondern operativ und strategisch robuster als jemals zuvor dasteht. Dafür danke ich Herrn Müller an dieser Stelle im Namen des gesamten Unternehmens. Wir dürfen festhalten, Volkswagen geht gestärkt aus der Dieselkrise hervor. Wir können uns somit nun mit ganzer Kraft der Aufgabe widmen, unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit in einem sich rapide verändernden Umfeld nachhaltig zu sichern. Womit wir bei den Beschlüssen wären, die wir gestern gefasst haben. Nach der sehr erfolgreichen ersten Phase unserer Neuausrichtung beschleunigt der Volkswagen-Konzern seine Transformation noch einmal mit Nachdruck. Dabei nutzen wir die Erfahrungen der vergangenen 2,5 Jahre, um die Strukturen und Prozesse im Unternehmen zukunftsorientiert, ertragsorientiert und wettbewerbsfähig auszurichten.
Zu diesem Zweck haben Vorstand und Aufsichtsrat eine umfassende Weiterentwicklung der Führungsstruktur des Volkswagen-Konzerns beschlossen. Wir sind überzeugt, damit schaffen wir alle Voraussetzungen, um unsere Position im Spitzenfeld der Automobilindustrie nachhaltig abzusichern. Und wir mobilisieren die volle Kraft unserer Konzernmarken bei der Gestaltung der Automobilität von morgen. Dazu gleich mehr von Herrn Dr. Diess. Die Weiterentwicklung unserer Strukturen geht auch mit personellen Veränderungen einher. Um die Leitung des Konzerns und der Kernmarke Volkswagen in einer Zeit hoher Veränderungsdynamik langfristig sicherzustellen und unsere Strategie 2025 auch in der nächsten Phase weiter zielstrebig und nachhaltig zu verfolgen, hat der Aufsichtsrat Dr. Herbert Diess zum Nachfolger von Matthias Müller als Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen Aktiengesellschaft ernannt. Die Führung der Kernmarke Volkswagen wird Dr. Diess in Personalunion wahrnehmen, unterstützt von einem Chief Operating Officer, der das operative Tagesgeschäft verantworten wird. Diese Position wird neu geschaffen und so schnell wie möglich besetzt. So stellen wir sicher, dass das neue Führungsmodell effizient funktioniert. Dr. Diess hat beim Transformationsprozess der Marke Volkswagen eindrucksvoll bewiesen, mit welchem Tempo und mit welcher Konsequenz er tiefgreifende Transformationsprozesse umsetzen kann. Diese Leistung hat ihn für das Mandat, unsere Strategie 2025 in den nun folgenden entscheidenden Jahren vollständig umzusetzen, prädestiniert. Zukünftig wird zudem Dr. Oliver Blume als Porsche-Vorstandsvorsitzender dem Konzernvorstand angehören. Neuer Konzernvorstand für das Personalressort wird Gunnar Kilian. Er folgt auf Karl-Heinz Blessing, der in den vergangenen zwei Jahren maßgeblichen Anteil an der Neuausrichtung des Konzerns und der Marke Volkswagen hatte. Dr. Francisco Garcia Sanz verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Seit dem Jahr 2001 hat er bei Volkswagen eine Beschaffungsorganisation modernster Prägung aufgebaut. Durch Führung der Diesel-Taskforce hat er maßgeblich zur Überwindung der Dieselkrise beigetragen. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Marke SEAT hat er zudem wesentlichen Anteil am Wiedererstarken der Marke. Im Namen des Aufsichtsrates danke ich beiden und dem gesamten bisherigen Vorstand für den hohen persönlichen Einsatz und die hervorragenden erreichten Ergebnisse. Der gesamte Aufsichtsrat setzt großes Vertrauen in den neuen Vorstand unter Führung von Herrn Dr. Diess und wird ihn bei allen anstehenden Aufgaben mit Nachdruck unterstützen. Herr Dr. Diess wird Ihnen nun erläutern, wie wir die Umsetzung unserer Strategie 2025 beschleunigen wollen. Bitte, Herr Dr. Diess. Ja, vielen Dank, Herr Pötzsch. Meine Damen und Herren, zu Beginn möchte ich dem Aufsichtsrat für das Vertrauen danken, das er in mich setzt. Ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst, die mit meiner Aufgabe verbunden ist. Und ich freue mich darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit unseren Marken und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Konzern anzugehen. Was ist unser Plan für die zweite Phase der Neuausrichtung unseres Markenverbunds? Die Grundlage dafür liegt, wie Herr Pötzsch gesagt hat, in der Strategie 2025. Es gibt keinen Grund, am eingeschlagenen Kurs zu zweifeln. Es geht jetzt darum, diesen Kurs kraftvoll und fokussiert fortzusetzen. Wir müssen dabei in einem ausgesprochen anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld unser Tempo nochmals deutlich erhöhen. Unser Ziel ist es, den Volkswagen-Konzern in Sachen Ertragsstärke, Innovationskraft und Nachhaltigkeit zu einem der führenden Unternehmen unserer Industrie zu machen. Und wir sind dabei auf einem guten Weg.
Auch ich möchte Matthias Müller an dieser Stelle für seine Leistung in den zurückliegenden Jahren danken. Als Konzernvorstandschef hat er alle Aktivitäten und Vereinbarungen mit den Marken immer vollständig und vorbehaltlos mitgetragen und unterstützt. Vom Zukunftspakt bis zu den zahlreichen zusätzlichen Produktentscheidungen der Marke. Er hat mit seiner Arbeit an der Konzernspitze die Grundlage geschaffen, auf der wir jetzt die Neuausrichtung unseres Unternehmens gestärkt fortführen können. Ein wesentlicher Hebel dafür ist die umfassende Weiterentwicklung der Konzernstruktur, die der Aufsichtsrat gestern auf den Weg gebracht hat. Grundlage der Weiterentwicklung ist unsere Überzeugung, dass ein schlanker Konzern starke Marken steuern soll. Darauf ist die neue Führungsstruktur des Volkswagen-Konzerns ausgerichtet. Was haben wir nun konkret vor? Im Zuge dieser Weiterentwicklung gliedert sich der Volkswagen-Konzern in Zukunft in 6 operative Einheiten und die Region China. Die Einführung der Markengruppen Volumen, Premium und Super Premium und die geplante Vorbereitung der Kapitalmarktfähigkeit von Truck & Bus bilden die Voraussetzung für eine stärker subsidiäre Führung des Konzerns. Die für die Markengruppe verantwortlichen Vorstandsvorsitzenden übernehmen zusätzlich markenübergreifend Konzernführungsaufgaben. Damit wird die Führungsverantwortung nahe am operativen Geschäft auf mehrere Schultern verteilt. So verantwortet Rupert Stadler den Konzernvertrieb, Oliver Blume die Konzernproduktion, Frank Witter die Unternehmens-IT. Nach diesem Prinzip werden auch weitere Konzernfunktionen verteilt. Die Konzernentwicklung und Forschung sowie die Fahrzeug-IT werden von mir geführt. In mein Ressort als Vorstandsvorsitzender fällt außerdem die Verantwortung für die Top-Führungskräfte und deren Potenzialentwicklung, die Organisationsentwicklung für den Konzern sowie die Marken- und Produktstrategie. Mit dieser neuen, kompakteren Struktur schaffen wir die Voraussetzungen, schneller zu werden in unseren Entscheidungen und in deren Umsetzung. Wir verschlanken die Konzernsteuerung und stärken die Marken mit mehr Verantwortung in den Markengruppen. Und wir nutzen damit Synergien konsequenter als bisher. Die Richtung für die Weiterentwicklung unserer Konzern- und Führungsstruktur ist damit klar. An der detaillierten Ausgestaltung werden wir in den kommenden Wochen und Monaten intensiv arbeiten. Meine Damen und Herren, mit unserer neuen Struktur treiben wir unseren Transformationsprozess in allen Dimensionen voran. Wir können dabei auf einem soliden Fundament aufbauen. Der Volkswagen-Konzern ist ein Verbund starker Marken mit großem Potenzial. Die Steuerung übernimmt ein schlanker Konzern. Unsere Strategie 2025 ist richtig. Unsere Ergebnisse sind positiv. Es geht also um eine Weiterentwicklung und um keine Revolution. Die besonderen Herausforderungen, die vor uns liegen, insbesondere bei den Themen Elektromobilität, Digitalisierung und neue Mobilitätsdienste, gehen wir dabei mit Nachdruck an. Wir werden auch den begonnenen Kulturwandel im Konzern mit Nachdruck vorantreiben und dabei Integrität und Compliance weiter in der gesamten Organisation verankern. Wir werden unser Versprechen einlösen und den Volkswagen-Konzern zu einem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität machen. Dabei sind wir uns der Bedeutung von Volkswagen und unserer besonderen Verantwortung für den Standort Deutschland und vor allem für unsere weltweit 640.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst. Meine Damen und Herren, dafür trete ich an. Dafür werde ich gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und mit der gesamten Konzernbelegschaft mit aller Kraft arbeiten. Herr Pötsch, Herr Diess, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt Zeit für Ihre Fragen. Ich bitte schon jetzt um Verständnis, dass wir die Fragenrunde auf circa 30 Minuten begrenzen. Es gibt noch andere Termine, die wir heute wahrnehmen müssen. Den Beginn macht vorne in der ersten Reihe Jan Schwarz. Ja, vielen Dank. Mich interessiert vor allen Dingen die Aufgliederung der einzelnen Marken in die von Ihnen genannten Gruppen.
Herr Diess, wenn Sie uns mal sagen könnten, wahrscheinlich wird zur Volumengruppe ja VW, Seat und Skoda gehört, gehört dort auch die VW Transporter, also die eigentlich ursprüngliche Nutzfahrzeugmarke dazu. Wenn Sie die anderen Marken auch bitte aufgliedern und uns dann einmal sagen, was Sie bewogen hat dazu, Porsche und Audi unterschiedlichen Gruppen zuzuordnen. Danke. Ja, in der Tat, in der Volumengruppe werden Volkswagen, Seat, Skoda und die leichten Nutzfahrzeuge zusammengefasst. Ebenso übrigens die Mobilitätsdienste, die in diese Kategorie fallen. Porsche soll die Gruppe der Super-Premium-Fahrzeuge führen, also eine Gruppe, in der automobilaffine Kunden, die viel Geld für ihre Fahrzeuge ausgeben, leidenschaftliche Autofahrer bedient werden. Das Segmentierungskriterium sind im Wesentlichen die Marktpositionierung, also die Preisstellung der Fahrzeuge, Volumenfahrzeuge eben beschrieben durch die Preisbänder von VW, Seat und Skoda, ebenso leichte Nutzfahrzeuge, Audi klar darüber und Porsche nochmals im Preisband, dann auch in Kategorien reichend, eben von 500.000 bis zu 1 Million bei Bugatti oder mehr. Das heißt, wir können damit die Kunden spezifischer ansprechen, die spezifischen Kunden sehr genau verstehen und werden dabei sowohl im Absatz als auch in der Technologie verstärkt Synergien heben können. Nachfrage für Herrn Schwarz noch mal ganz kurz. Das Mikrofon bitte noch mal eben. Können Sie vielleicht genau sagen, welche Marke zu welcher Gruppe gehört? Und mich interessiert außerdem, Sie haben ja insgesamt 6 Einheiten geschaffen. Da zähle ich dann zu den 4 Fahrzeugmarkengruppen die Finanzdienstleistungen. Und dann hören wir alle von einer Gruppe Beteiligungen. Ist da dann Renk zum Beispiel immer in Diesel mit dabei? Ist da auch die Komponente mit dabei? Und ist das womöglich die Vorbereitung, auch sich von Teilen zu trennen? Und schließlich, was ist mit Ducati? Ja, die Komponente werden wir perspektivisch dem Einkaufsressort zuordnen, weil wir davon ausgehen, dass wir die Synergien der Eigenfertigung mit der Wertschöpfung unserer Lieferanten am besten bewerten können und kombinieren können in einer Hand. Das ist ein zukünftiger Schritt, den wir uns vorgenommen haben. Wir haben auch Assets, die man vielleicht nicht unserem derzeitigen Kerngeschäft zuordnen würde. Die werden wir bewerten, aber alle Optionen prüfen. Das kann ein Ausbau sein, eine Weiterentwicklung, aber auch eine Konsolidierung oder eine Dekonsolidierung. Mit diesen Assets werden wir uns kontinuierlich beschäftigen. Aber das Ziel ist, in diesen Markengruppen einen klaren Fokus auf das jeweilige Kundensegment zu schaffen. Ihre Frage Super Premium. Heute ist das Porsche, Bentley und Bugatti und perspektivisch soll auch Lamborghini zu dieser Gruppe gehören. Da muss man sich sicherlich überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann steht dafür ein Technologiewechsel an. Ducati, die Motorradmarke, überprüfen wir ebenfalls. Was ist der richtige Weg? Geht es in eine Weiterentwicklung Richtung mehr Markenstrategie, Premium-Motorräder, verschiedene Segmente? Geht es stärker in die Elektromobilität? Eine Frage, die wir uns in den nächsten Monaten und auch Jahren stellen werden. Schönen Dank. Die nächste Frage ist ja vorne bei Herrn Habke, auch in der ersten Reihe. Dankeschön. Herr Diess, Sie haben das Modell der Markengruppen erwähnt. Könnten Sie mal versuchen zu erläutern, warum das besser sein soll als das, was bisher war? Also warum ist in der Markengruppe, die Sie steuern, Volkswagen, Seat, Skoda und VW Nutzfahrzeuge, warum ist in der Markengruppe eine Steuerung leichter als in der bisherigen Konzernstruktur? Die zweite Frage wäre, wenn man Ihre neuen Aufgaben zusammennimmt, dann kann man sagen, das ist Winterkorn 2. Sie haben so viel Einfluss. Können Sie mal schildern, wie Sie garantieren wollen, dass Sie alle Einträge in der Wochenpost erfassen und Tretminen rechtzeitig erkennen? Und die letzte Frage wäre, es gibt ja ein Ermittlungsverfahren
das ist eigentlich eine Frage fast an Herrn Pötsch, ein Ermittlungsverfahren gegen den neuen Vorstandsvorsitzenden. Man kann bei sowas nie ausschließen, dass es zu einer Anklage kommt. Wie würde das Unternehmen sich in dem Fall verhalten? Wie würde sich der Vorstandsvorsitzende verhalten, wenn er plötzlich eine Zeit auf einer Anklagebank verbringen müsste? Wir fangen jetzt gleich mit der letzten Frage und Herrn Pötsch an. Also die Antwort ist relativ einfach. Sie wissen, dass wir uns zu laufenden Verfahren dazu nicht äußern wollen. Wir haben selbstverständlich die Entscheidung für Herrn Dr. Diess in Kenntnis aller Themen durchgeführt, die zu berücksichtigen waren. Wenn ich kurz in der Überleitung zu Dr. Diess noch was sagen kann zu Ihrem anderen Frageteil, der, glaube ich, ein sehr wichtiger ist. Natürlich gilt es immer sicherzustellen, dass wer immer auch Verantwortung übernimmt, die auch ausführen kann. Und insofern hatte ich in meinen Ausführungen bereits darauf verwiesen, dass Herr Dr. Diess die Verantwortung für den Konzern als Vorstandsvorsitzender, aber auch weiterhin für die Marke VW Pkw als Vorstandsvorsitzender beibehalten wird. Dort bei VW Pkw wird ein Chief Operating Officer eingesetzt werden in sehr überschaubarer Zeit, der den Großteil des operativen Geschäftes dort wahrnehmen wird, sozusagen salopp formuliert als rechte Hand von Herrn Dr. Diess. Und für den Aufsichtsrat, um das auch nochmal zum Ausdruck zu bringen, ist es eben außerordentlich bedeutend, dass Herr Dr. Diess für die wirklich großen strategischen Aufgaben, die er sich auch persönlich bewusst zugeordnet hat, dass er dort ausreichend zeitliche Spielräume hat. Deshalb haben wir dieses Konzept sowohl der Markengruppen wie auch der Zuordnung von Konzernfunktionen an Markenvorstände sehr intensiv diskutiert und sind zu der Erkenntnis gelangt, dass mit der Kompetenz und auch der Einstellung zu einem gewissen Arbeitspensum Herr Dr. Diess mit diesen Dingen sehr gut klarkommen kann. Herr Dr. Diess. Ja, zum ersten Teil der Frage, warum wird die Steuerung in der Markengruppe oder in die Gesamtsteuerung leichter? Es gibt viele Fragen, die man innerhalb einer Kundensegmentierung, also im Volumensegment, klären kann zwischen den Marken VW, Skoda, Seat und VWN, ohne den Konzern zu bemühen. Da geht es um Preispositionierung, um ein Produktportfolio, das konsistent über die Weltregionen, auch um natürlich Preisfragen in den jeweiligen Jahresscheiben. Also es gibt eine Reihe von Abstimmungen, die eben auf der Ebene Markengruppe viel leichter und in einem engeren Kreis zu machen sind, als eben auf einer Konzernebene, wo man ein sehr viel breiteres Aufgabenspektrum heute hat. Und damit gehen davon aus, dass wir damit deutlich schneller und effizienter werden, damit insbesondere die Konzernsteuerung auch wirklich fokussieren können auf die großen strategischen Fragen und die operativen Fragen sehr viel leichter in diesen Markengruppen abbilden können. Das Mikrofon ist bitte in die... Ja, ich glaube, wir haben, das gibt es einen deutlichen Unterschied. Erstmal diese Subsidiarität, also die auf die Teilverantwortung in den Marken, in den Teilkonzernen, in dieser neuen Ordnung mit eindeutigen Zuständigkeiten. Das funktioniert in einer neuen, in dieser neuen Organisationsform natürlich viel besser. Wir haben auch vor, die Weltregionen eindeutig zuzuordnen, den einzelnen Marken in den nächsten Monaten. Und damit bekommen wir einfach in diesen Einheiten deutlich mehr Verantwortung und operative Führungsleistung, die wir vielleicht in der historischen, ich mag das nicht beurteilen, sehr stark auf eine Person gebündelt waren. Dazu kommt, dass die Teams heute, also ich beziehe mich jetzt auf die Marke Volkswagen, die ich natürlich gut kenne, auch sehr unabhängig mittlerweile agieren können. Ich habe eine tolle Mannschaft in der Marke Pkw und bin sehr zuversichtlich, dass mit der Auswahl eines COO da auch sehr viel ohne mein Zutun und ohne meine genaue Beobachtung funktionieren wird. Und ich glaube, das Gleiche wird gelten für die Gruppe Super Premium unter dem Oliver Blume oder eben dann auch beim Rupert Stadler, der ja auch ein erfahrener Führungsmann ist. Auch das Thema Fokussierung, Truck und Bus, wirklich auf das Lkw
Kerngeschäft erlaubt natürlich auch dort eigentlich eine relativ unabhängige Strategie zu fahren und auch, ich glaube, auch dort sind keinerlei Interventionen im operativen Bereich erforderlich. Dazu kommt, dass mich die Kollegen im Vorstand deutlich unterstützen wollen. Wie eingangs schon gesagt, Oliver Blume wird die Konzernproduktion verantworten. Ich glaube, er ist dazu hervorragend prädestiniert. Das ist sein Hintergrund. Porsche ist auch sehr stark in der Produktion, im Lean Manufacturing. Rupert Stadler wird das Thema Vertrieb machen. Dazu wird auch unsere große weltweite Wholesale- und Retail-Organisation, die Porsche Holding Salzburg, zugeordnet bei Rupert Stadler. Und damit bekommen wir eine Kompetenz, die vielleicht in der Automobilindustrie einzigartig ist, nämlich wirklich vom Hersteller bis zum Retail, auch mit Zugriff auf die Retail-Formate. Und ich glaube, auch da wird es deutliche Synergien geben. Rupert Stadler wird mich dabei unterstützen, dann bei der Preispositionierung der Marken. Also die Last ist auf viele Schultern verteilt. Die Zuständigkeiten sind gut geregelt. Und ich sage mal, die Mannschaft hat sich auch in den letzten 2 Jahren mit Sicherheit deutlich weiterentwickelt. So, jetzt sind wir aber dran. Annette Weisbach von CNBC. Ich habe eine Frage zu China. Das haben Sie nun exemplarisch nochmal ausgegliedert als sechsten großen Fokus sozusagen. Warum ist das? Und vor allem werden Sie nächste Woche nach China fahren. Ja China ist natürlich für den Konzern von herausragender Bedeutung beim Absatz, insbesondere beim Ergebnis. Auch zunehmend bei der Innovationsrelevanz. China wird führend sein bei Elektrofahrzeugen, auch in der Vernetzung der Fahrzeuge übernimmt China mittlerweile eine Führungsrolle. Wir sind einfach der Meinung, dass wir das nicht hier aus der Konzernzentrale heraus vollständig steuern und erfassen können. Deswegen ist der Heizmann dort, der dort sehr gut verankert ist, das Geschäft auch gut kennt, ein Garant dafür, dass die Konzerninteressen und Aktivitäten gut koordiniert sind und vor allem auch die politischen Beziehungen dort gepflegt werden. Also wir glauben nicht, dass wir heute den Markt China hier aus der Zentrale steuern könnten. Ja, wir fahren nächste oder übernächste. Ich war gerade vor 2 Wochen in China. Wir haben dort auch den Touareg erstmals als Weltpremiere präsentiert. Wir haben dann einen Markentag veranstaltet mit über 1000 Journalisten. Volkswagen ist in China ein sehr bedeutendes Unternehmen. Wir sind mit 13% Marktführer, übernehmen zunehmend auch eine Führungsrolle bei der Elektrifizierung. Und damit haben wir natürlich auch Bedarf, hin und wieder dahin zu fahren, obwohl der Herr Heizmann das sehr gut macht. So, lassen wir das Mikrofon gleich in der zweiten Reihe. Bitte, danke. Stefan Winter, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Erstmal eine kurze Verständnisfrage. Die Premium-Gruppe besteht demnach ausschließlich aus der Marke Audi. Ja. Da habe ich keine übersehen jetzt. Dann, Herr Diess, dieses Konzept ist ja bemerkenswert still entstanden für VW-Verhältnisse. Können Sie mal ein bisschen Gefühl geben für den Ablauf des Ganzen? Seit wann haben Sie dran gesessen und in welchem Kreis ist das eigentlich entwickelt worden? Man hört ja, dass der eine oder andere Vorstand eher überrascht gewesen sein soll. Ja, also zunächst zu der Gliederung. Audi ist in der Tat die Kernmarke für das Premium-Segment mit eindeutig definierten Referenzen, eben BMW und Daimler, vielleicht noch Lexus an der Stelle, auch von der Größe her ein Segment, das wir, glaube ich, auch mit der Marke Audi vollständig abdecken, von den Einstiegsfahrzeugen bis zum im Prinzip jenseits der 150.000, 200.000 Fahrzeuge bis zu Supersportwagen. Damit sehr vergleichbar zu BMW und Daimler und sehr gut aufgestellt. Da gilt es jetzt sicherlich darum, die Führung wieder, die Führungsfrage in dem Segment wieder zu stellen. Sicherlich auch wieder nach Diesel auf Angriff zu schalten. Audi wird sich darauf fokussieren. Audi wird auch bis auf weiteres Lamborghini und Ducati führen, aber eben perspektivisch glauben wir, dass es vernünftiger ist, diesen Super Premium Gruppe zuzuordnen. Und damit spielt Audi in der Produkt- oder Marktsegmentierung, glaube ich, eine große Rolle, aber eben auch in Beiträgen zum Konzern mit dem Thema Retail, Wholesale, Vertrieb.
Die zweite Frage, wie ist das entstanden? Man muss dazu sagen, und dem einen oder anderen von Ihnen ist es vielleicht auch bekannt, diese Überlegungen zu Markengruppen gibt es schon länger im Konzern, auch in unterschiedlichen Detaillierungen. Das ist also nichts grundsätzlich Neues. Und der jetzt auf dem Tisch liegende Vorschlag wurde in einem zugegeben engen Kreis, aber in einer engen Abstimmung mit allen Stakeholdern entwickelt. In der Runde man eben auch diskutiert hat, was wäre der nächste richtige Schritt, eine Modernisierung des Unternehmens eben auch aufzurüsten auf eine Zeit, in der wir schneller werden müssen, in der der Markt sich schneller verändert, der Wandel schneller kommt, technologisch schneller. Und ich glaube, dass es vor diesem Szenario eben schon sinnvoll ist, stärker als in der Vergangenheit auf Subsidiarität zu setzen und eben auf Gruppen, ich sage mal, auf einen losen Verband von Schiffen anstatt großer Panzerkreuzer. Oder? Danke. Danke. So, die nächste Frage geht an Herrn Krog, bitte. Krog, Hamburg, Automobilwoche. Ja. Herr Pötsch, in dem Brief an die Mitarbeiter schreibt Herr Diess, wir nutzen Synergien konsequenter als bisher. Nicht nur in Ihrer jetzigen Funktion, Herr Pötsch, auch als früherer Finanzvorstand sind Sie an Zahlen interessiert. Mögen Sie uns darlegen, in welcher Größenordnung zumindest Sie sich Synergiepotenziale erhoffen dürfen aus der Schaffung der Markengruppen? Herr Diess, Sie haben gesagt, dass die Komponente perspektivisch zum Einkaufsressort geschlagen wird. Bedeutet das, dass vermutlich Thomas Schmall, Freiherr von Westerholt, diese Position bekleiden wird? Zweite Frage an Sie, Herr Diess. Es gibt zwei Müller-Männer, wenn ich das mal so sagen darf, Herrn Sedran und Johann Jungwirth. Warum haben Sie Johann Jungwirth nicht im Zuge der jetzigen Neustrukturierung zum Konzernvorstand für Digitales gemacht? Und wird Herr Sedran bleiben? Sie verzeihen die Frage, aber bei Trainerwechseln fragen ja auch Fußballjournalisten nach Stammplatzgarantien für Stürmer oder Defensivspieler. Und dann noch eine letzte private Frage, Herr Diess. Sie werden oft bezeichnet als Österreicher, aufgrund der Eltern. Natürlich, klar, geboren sind Sie in München. Wie ist denn das nun? Ist der erste Mann bei VW der zweite Mann als Vorstandschef als Österreicher? Herr Pötsch ist ja auch Österreicher, Herr Pirch ist es. Und was geben Sie an, wenn Sie in fremde Länder reisen bei Staatsangehörigkeit? Deutschland, Österreich oder beides? Danke. Okay. Dann darf ich mit dem ersten Frageteil beginnen, ohne jetzt alles zu wiederholen, was Herr Dr. Diess schon ausgeführt hat. Wir sind der festen Überzeugung, dass zum einen durch das Markengruppenkonzept, zum anderen durch eine stärker auf Konzernthemen fokussierte Arbeit im Konzernvorstand. Es soll zustande kommen durch die Zuordnung dieser Konzernfunktionen, also Produktion, Vertrieb und Entwicklung auf einzelne Markenverantwortliche, die das dann im Konzernvorstand zu vertreten haben, dass man dort zu einer schnelleren Abfolge an Entscheidungen, Stichwort schlanker Konzern, kommt und sich das entsprechend auswirken wird. Wir haben das noch nicht durchbewertet, aber ich glaube, wir wären wirklich keine guten Unternehmensvertreter, wenn die Entscheidungen sich nicht positiv auswirken sollten. Bis auf Weiteres gilt, dass wir voll zu dem Zahlenwerk stehen, das Sie kennen aus den letzten Präsentationen, die der Vorstand gegeben hat. Ja, zum Thema Komponente Einkauf. Wir haben nicht vor, den Herrn Schmall zum Einkaufschef oder den Herrn Brandstätter, der den Einkauf kommissarisch macht, zum Komponentenchef zu machen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen, Monaten überlegen, wie wir das Einkaufsressort neu besetzen. Und dann haben wir eben perspektivisch schon vor, wenn wir geeignete Kandidaten dafür identifizieren. Einige haben wir sicherlich auch schon im Kopf. Dann glauben wir einfach, dass es Sinn macht, Einkauf und Komponente in eine Hand zu geben, weil sich dort vielfältige Synergien ergeben. Man auch viele Konflikte, die man sonst auf Konzernebene eskalieren müsste, Make or Buy typischerweise, in welche Technologien investieren wir selber, wo nehmen wir Lieferanten, kann man eben dann auch dort subsidiär, nämlich auf einer niedrigeren Ebene im Prinzip betrachten.
Das wird Vorteile sein, aber da müssen wir uns noch ein bisschen Zeit geben. Das wird eben dann jetzt auch im Zusammenhang stehen mit der Besetzung der Nachfolge von Herrn Garcia. Zum Thema Jungwirt. Ich finde, der Jungwirt hat uns gut getan. Hat deutliche Impulse gesetzt hinsichtlich Digitalisierung, ist ja Ihnen auch bestens bekannt. Ich glaube, dass er im Unternehmen viel bewegt hat, viel neue Themen aufgenommen. Wir haben uns nicht entschlossen, ein Ressort Digitalisierung oder IT zu schaffen, weil wir glauben, das würde zusätzliche Schnittstellen schaffen. Wir glauben, dass Digitalisierung ein Thema ist für alle unsere Ressortchefs in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir glauben, dass wir durch eine starke Zentralisierung, aber Führung durch ein Konzernvorstandsmitglied, also Frank Witter, wird die Unternehmens-IT führen. Und ich selber werde mich um die Fahrzeug-IT, also das, was zwischen Cloud und Fahrzeug passiert, kümmern. Wir glauben, dass wir damit eine sehr effiziente Aufstellung haben, aber eben auch sehr nah am Geschäft, sehr vernetzt und nicht in einem zusätzlichen Silo oder in einer zusätzlichen Struktur. Auch zum Herrn Zedran möchte ich sagen, auch da, ich glaube, wir sind strategisch, es war einer der Väter der neuen Strategie, wir sind strategisch gut vorangekommen. Es gibt keinen Grund an seiner Eignung oder seiner Motivation zu zweifeln. Wir werden überhaupt in den Konzernfunktionen eigentlich in der Besetzung weiterarbeiten wie bisher. Natürlich wird es über die Zeit dann Änderungen geben. Wenn Rupert Stadler sich mit dem Vertrieb auseinandersetzt, muss er entscheiden, passt die Mannschaft, müssen wir Veränderungen vornehmen. Aber erstmal sind wir sehr zufrieden mit dem Erreichten und es gibt keinen Zweifel zu einem radikalen Umbau jetzt der Führungsmannschaft, die ja auch sehr erfolgreich war in den letzten Jahren. Letzte Frage, also die Nationalitäten spielen eine untergeordnete Rolle bei uns. Es ist in der Tat so, ich bin in München geboren, hört man auch, glaube ich, an der Sprache immer noch. Aber ich bin österreichischer Landsmann, fühle mich schon noch so ein bisschen als Österreicher, weil ich auch so einen Pass habe. Also bei der Einreise, es hat in der EU ja auch kaum Nachteile, Österreicher zu sein, deswegen werde ich das auch nicht ändern. Im Konzern haben wir viele Nationalitäten. Garcia Sanz war Spanier, wir arbeiten gut zusammen, unabhängig von der Landmannschaft. Fein, Herr Rauwald. Ja, Christoph Rauwald von Bloomberg. Wann soll denn die formale Entscheidung hinsichtlich eines möglichen LKW-IPOs gefällt werden? Und ist es denkbar, dass Sie das gesamte Unternehmen an der Börse platzieren oder ist angedacht, dass es sich um einen Minderheitsanteil handeln wird? Und die zweite Frage wäre, die USA haben gegen 7 Oligarchen und 12 Unternehmen in Russland Sanktionen ausgesprochen. Vergangene Woche, inwiefern beeinflusst das Ihre Planung oder Ihre Kooperation mit der Gas Group? Dankeschön. Auf die erste Frage hat der Pötsch gewartet. Also wir haben ja gestern eine Pressemitteilung herausgelegt, genauer gesagt zwei. Herr Rentschler hat gestern eine Kooperation mit Hino, einem japanischen Nutzfahrzeughersteller, verkündet. Und wir hatten dann im Aufsichtsrat die Go-Entscheidung getroffen für die gesellschaftsrechtliche Veränderung. Wir haben ja heute als Dachgesellschaft des Lastwagenkonzerns eine deutsche GmbH und dort wollen wir jetzt den nächsten Schritt gehen, eine Umwandlung in eine deutsche Aktiengesellschaft, aus der man dann in eine SE, also Europäische Gesellschaft, gehen kann. Der Sitz des Unternehmens wird in München sein und das ist jedenfalls der Entscheidungsumfang, der jetzt zur Debatte steht. Sie wissen, dass wir einfach zur Unterstützung der großen Möglichkeiten, die wir in dem Bereich sehen, die Lastwagensparte zu einem wirklichen Global Player zu bauen, dass wir uns dort eine größere Optionalität erarbeiten wollen. Dort gehört eben auch dazu, die Kapitalmarktfähigkeit darzustellen. Diejenigen von Ihnen, die mit solchen Vorgängen vertraut sind, wissen, dass wir da über längere Zeiträume reden. Das ist also sicher kein Thema 2018. Und dann sage ich nur, um
vielleicht den Spekulationsrahmen etwas einzudämmen. Es gibt keinerlei Überlegungen, dass der Volkswagen-Konzern die Kontrolle aufgeben würde. Ja, zu Russland. Mögliche Sanktionen machen uns natürlich Sorgen in Russland. Wir haben in Russland ein starkes Geschäft, das auch insbesondere im letzten Jahr wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat mit der wirtschaftlichen Erholung Russlands. Wir haben dort ein Fahrzeugwerk, ein Motorenwerk, und wir haben auch Geschäftsbeziehungen zur Gasgruppe, wie Sie angesprochen haben. Wir verfolgen dort das Geschehen sehr nah. Falls es wirklich zu Sanktionen gegen die Gasgruppe kommen sollte, müssen wir natürlich unsere Geschäftsbeziehungen dort überdenken. Aber wir würden unser Russland-Engagement auf keinen Fall in Frage stellen. Max Hegler, bitte. Guten Morgen, die Herren. Wollen wir ganz kurz noch mal innehalten und nachhorchen, Herr Pötsch, was die Personalie Müller anbelangt. Sie haben gesagt, er hat Herausragendes geleistet in den vergangenen 2,5 Jahren. Es stellt sich schon noch die Frage, was genau die Gründe waren und dann letztlich auch der Anlass, das ist ja mitunter zu trennen. War es die Kommunikation von ihm? War es die Strategie, Markengruppen, die wir jetzt präsentiert bekommen? Spielt beim Anlass das Ende der Betriebsratswahl, die neue Ruhe und die anstehende Hauptversammlung eine Rolle? Und Herr Dies, es gibt Leute in diesem großen 640.000 Menschen umfassenden Königreich, die Sie auch als Königsmörder bezeichnen. Sie sehen es mir nach, das ist nicht mein Wort. Was antworten Sie denen, um Ruhe hineinzubringen? Und wie sind Sie eigentlich auch noch zum Arbeitnehmerfreund geworden? Das ist ja nun auch ein Wandel in Ihrer Vita, der ganz spannend ist. Danke. Herr Pötsch, fangen Sie an. Also ich fange mal mit der Frage nach Herrn Müller an, Herr Hegler. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich ausgeführt habe, aber einfach vielleicht das nochmal ein bisschen in den Kontext bringen. Herr Müller hat in der Tat für den Konzern, und zwar nicht nur in den letzten 2 Jahren, sondern während 44 Jahren, die er dem Konzern gedient hat, Herausragendes geleistet. Herr Müller war immer bereit, wenn irgendwo Feuer da war, dann auch Verantwortung zu übernehmen. Er hat neben solchen Themen in einer unglaublichen Konsequenz das Thema Produktplanung aufgebaut. Ich könnte jetzt viele mehr Dinge sagen. Deshalb wird man nicht weit kommen, wenn man nach irgendwelchen Gründen sucht. Und ich darf mir schon erlauben, auch mal zu sagen, nur der, der nichts tut, der macht keine Fehler. Ich will Ihnen aber auch doch eine Richtung geben, damit Ihre Frage da nicht unbeantwortet bleibt. Wir haben ja gestern ein sehr umfangreiches Paket entschieden. Ein Kernbestandteil ist die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur in Verbindung eben mit personellen Maßnahmen. Warum war das jetzt mit diesem Timing auch die richtige Entscheidung? Weil sich alle Stakeholder, glaube ich, bewusst sind, welche Dynamik in dieser Transformation in der Branche gerade zu berücksichtigen ist, welche großen Entscheidungen jetzt notwendig sind und in den nächsten Monaten. Und es war dann sicherlich ein nicht unwesentlicher Beweggrund, dass wir ein Team an Bord haben wollten, das die Entscheidungen jetzt im Nahbereich nicht nur trifft, sondern auch dann, wenn die Auswirkungen dieser Entscheidungen messbar sind, dann auch da ist, um dafür Verantwortung zu tragen. Das war ein ganz wesentlicher Beweggrund. Ja, wenn ich noch was sagen soll oder darf. Ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor dem, was der Herr Müller hier in den letzten Jahren geleistet hat. Ich glaube, den größten Verdienst hat er sicherlich sich erarbeitet durch den Kulturwandel, den er wirklich vorgelebt hat, eingeleitet hat, an dem man ihn auch täglich messen konnte, mit einer Führung, die sehr stark eben auf Vertrauen setzt und auch
der Mannschaft sehr viel Freiräume lässt. Die Zusammenarbeit mit ihm war außerordentlich produktiv. Wir haben ein gleiches Verständnis von der Zukunft des Automobils, von den Mobilitätsdienstleistungen, von der Elektromobilität, auch von den Fahrzeugsegmenten. Matthias Müller ist ja ein, darf man sagen, gelernter Produktplaner. Und von daher gibt es da überhaupt keine Kritik. Ich habe die Zeit auch sehr genossen. Das war eine sehr gute Teamzusammenarbeit, auch vertrauensvoll. Aber die Frage war eben dann, ich bin eben dann gefragt worden, wie können wir das weiterentwickeln? Betriebsrat? Ah, da müssen Sie mir nochmal helfen. Die Frage war Betriebsrat, Annäherung im letzten Jahr. Ja, ich meine, der Betriebsrat hier ist stark, das wissen Sie, die Arbeitnehmervertretung, das ist traditionell so in diesem Unternehmen. Ich musste mich da ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht in den ersten Monaten hier. Aber es hat eben auch Vorteile. Wir haben eine Arbeitnehmervertretung, die außerordentlich strategisch denkt, die das Unternehmen auch sehr gut kennt, die sehr viel Verantwortung mit übernimmt, was ja Sinn der Mitverantwortung ist. Und damit haben wir natürlich auch eine enge Einbindung hier der Arbeitnehmervertreter in allen strategischen Entscheidungen. Aber ich muss wirklich sagen, dass wir gerade bei der strategischen Ausrichtung da auch wirklich den Vorteil haben, dass wir eben mit Bernd Osterloh und seinem Team eine Mannschaft haben, die sehr strategisch in die Zukunft denkt. Natürlich gibt es immer wieder die Fragen, wie viel Effizienz brauchen wir, um die Zukunft zu finanzieren, aber da sind wir mit dem Zukunftspakt eben, haben wir uns wirklich ein Gerüst gegeben, ein Paket geschnürt, das jetzt auch im zweiten Jahr in der Umsetzung gut vorankommt. Wir kommen gerade aus Besuchen der Werke zurück, Salzgitter, Emden, und man muss sagen, die Märkte machen tolle Fortschritte, die Produktivitätssteigerungen kommen. Salzgitter baut die neuen Fertigungsumfänge für die Motorkomponenten gerade auf. In Braunschweig entsteht die Batteriezelle. Also es funktioniert. Und das zeigt schon, dass man eben in dieser engen Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat eben auch viel erreichen kann. Ich glaube, dass Volkswagen, der Konzern, hier weiter ist als viele Wettbewerber. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten Zeit. Ich habe noch ein paar Wortmeldungen. Ich schaue, dass wir alle durcharbeiten. Kurze Fragen und bitte auch kurze Antworten. Die nächste hat der Herr Isen. Nochmal eine Frage zu Herrn Müller. Er wird ja dem Konzern noch ein wenig erhalten bleiben. Er bleibt Berater. Die große Frage ist ja, wie sieht diese Zusammenarbeit denn dann eigentlich aus? Also Herr Dies, würden Sie dann täglich mit Herrn Müller weiter telefonieren und über Autos sprechen? Oder wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Also vielleicht darf ich die Frage übernehmen. Sie mögen daraus durchaus auch ableiten, welches Maß an Wertschätzung wir Herrn Müller gegenüber bringen. Ich kann nur von mir aus auch sagen, dass aus meiner Sicht die persönliche Beziehung zu Herrn Müller intakt ist, und auf dieser Grundlage sehe ich überhaupt kein Problem, wenn sich das eine oder andere anbietet, dass man da auch mit Herrn Müller zusammenarbeitet. Ich glaube, man muss jetzt nichts verstolpern, aber ich denke, Sie sollten das als Symbol nehmen, dass wir hier wirklich in Freundschaft und gegenseitigem Respekt auseinandergegangen sind. Herr Schweiger und dann Herr Menzel, bitte. Oder erst Herr Menzel, Herr Schweiger schreibt noch. Ich habe eine einfache Frage an Herrn Dies. Ihr neuer Vertrag, oder kriegen Sie jetzt einen neuen Vertrag über 5 Jahre, oder wird Ihr bestehender einfach umgewidmet? Das ist eine Frage an den Aufsichtsrat. Beide beantworten. Ich habe die erste Frage war. Also, ja, die Frage, ob Herr Dies jetzt einen neuen 5-Jahres-Vertrag bekommt oder wird der laufende Vertrag einfach umgeschrieben, sozusagen die Berufsbezeichnung wird dann ausgetauscht im laufenden Vertrag. Ja, umschreiben ist so ein bisschen untechnisch. Nein, er bekommt einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Herr Schweiger, jetzt sind Sie da. Ich habe 3 Fragen. Die erste lautet: Wann wird die Kack-im-Bass-Zentrale von Braunschweig nach München verlagert? In welchem Zeitraum wird das geschehen? Die zweite Frage ist abzusehen, oder können Sie andeuten, ob es für die Besetzung der operativen Führung der Marke VW eine interne oder externe Lösung gibt? Und die dritte Frage ist, gibt jetzt wieder lebhafte Gerüchte, dass eine Diskussion um den künftigen Sitz des VW-Konzerns neu starten könnte. Was ist da dran?
Also vielen Dank für den humoristischen Beitrag zum Schluss. Vielleicht fange ich damit mal an. Also es ist eine absolut von Überzeugung geprägte Auffassung und Position aller Stakeholder. Der Sitz des Konzerns ist in Wolfsburg und der bleibt auch hier. Und jede andersweitige Spekulation hat überhaupt keinen Grund. Und dann darf ich vielleicht noch zu Truck & Bus kurz was sagen. Die Sache, ich hatte es vorhin versucht auch zu adressieren, die wir angestoßen haben, ist die gesellschaftsrechtliche Veränderung in Richtung Aktiengesellschaft und Sitz. Es ist zunächst mal nicht zwingend mit einer unmittelbaren Konsequenz für die tätigen Mitarbeiter verbunden. Und Sie können überzeugt sein, wenn das mal passiert, dann werden die im Volkswagen-Reich alle ihren Platz finden. Wir reden über circa 50 Mitarbeiter. CEO intern, extern? Ja, wir haben genügend Führungskräfte intern. Das wird sicherlich eine interne Besetzung werden. Und dann haben Sie die nächste Frage, bitte. Budde vom Deutschlandfunk. Herr Diess, wird es zu Ihren strategischen Aufgaben gehören, Vertrauen wiederherzustellen oder ist der Abgasskandal für Sie abgehakt? Also konkret wird es von Ihnen Initiativen geben, Positionierungen in Sachen Dieselsubvention, blaue Plakette, wie es Ihr Vorgänger sicher nicht immer ganz glücklich versucht hat. Und zweite Frage, Stichwort Kulturwandel vorleben, Eigeninitiative befördern. In einer ja sicherlich auch auf vielen Arbeitsebenen verunsicherten Organisation wie Ihrer zugleich frühen Hinweisen auf Fehlentwicklungen nachgehen, steht das nicht in einem gewissen Widerspruch zu der zentralistischen Führung jetzt? Ja, also Vertrauen wiederherstellen, insbesondere mit den Kunden, bleibt eine Aufgabe mit Sicherheit für die wahrscheinlich nächsten Jahre. Wir haben viel Vertrauen verloren mit Diesel, insbesondere hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und es wird eine lange Aufgabe und ein langer Weg sein. Ich glaube, dass wir viel getan haben. Wir haben die Fahrzeuge in Ordnung gebracht. Wir haben mit unserer Umtauschprämie dafür gesorgt, dass alte Dieselfahrzeuge von der Straße verschwinden. Mit den Software-Updates konnten wir die Stickoxidemissionen um fast 30% in unserer Flotte reduzieren. Das ist mehr, als alle anderen gemacht haben. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir mehr machen als alle anderen. Also wir sind da gut. Wir sind auch im Dialog mit dem Verband, mit der Regierung. Was sind mögliche weitere Maßnahmen? Ich darf nochmal wiederholen, wir halten eben dieses Thema Hardware-Nachrüstung nicht für sinnvoll, weil es sehr aufwendig ist, kommt sehr spät. Und ich glaube, diese Meinung setzt sich ja auch zunehmend auch in der Politik bei allen Beteiligten durch, weil wenn man dieses Thema wirklich mal analytisch betrachtet, dann macht es einfach wenig Sinn und es gibt viel schnellere, viel effizientere Maßnahmen, die Stickoxidbelastung in den Städten zu senken. Wir sind dabei auch im intensiven Dialog mit den Städten. Ich hatte vor kurzem einen Termin im Rathaus in Hannover zu diesem Thema. Wir unterstützen nach allen Möglichkeiten auch die Städte, die Problemschwerpunkte zu entschärfen. Also da tun wir viel. Ich glaube, dass wir keine Plakette brauchen. Das ist jetzt auch ja die Meinung des Verkehrsministers, eigentlich geht auch durch die Bundesregierung. Wir können die Fahrverbote vermeiden, wenn man uns jetzt konzentriert auf die wenigen verbleibenden Punkte der Überschreitung in den nächsten Jahren konzentrieren. Eigeninitiative, Fehlentwicklung, ich glaube, das ist kein Widerspruch an sich, sondern es ist eben eine Kulturfrage und natürlich eine Compliance-Frage, verantwortungsbewusste Mitarbeiter, die natürlich nach Recht und Gesetz handeln, aber eben auch einen moralischen eigenen Anspruch haben, werden auch in einem hohen Entscheidungsfreiraum sich compliant verhalten. Wir tun viel zu diesem Thema. Ich glaube auch der Monitor, den wir an Bord haben, wirkt positiv, begleitet uns auf diesem Prozess, bringt auch Wissen mit zu diesem Thema Compliance, Governance. Wir nehmen die Hinweise des Monitors sehr ernst, setzen um, sind in einem starken Dialog mit der Belegschaft zu dem Thema. Und Volkswagen braucht das. Aber ich glaube, Volkswagen ist auch bei diesem Schritt hin zu mehr Compliance und Kulturwandel gut unterwegs.
sagt Herbert Diess. Er ist der neue Chef von 640.000 Mitarbeitern weltweit. Und hier im Studio begrüße ich Michael Knauer, Redakteur bei der Automobilwoche. Herr Knauer, das Wichtigste für unsere Zuschauer in der Breite, würde ich sagen, ist die Frage, kriege ich jetzt was für meinen Diesel mehr zurück oder nicht? Ich fürchte, da müssen sich die Verbraucher und die Kunden von Volkswagen in Deutschland verabschieden. Mhm. Herr Diess hat es gerade eben noch mal unterstrichen. Ja. Er betrachtet das Thema Diesel für erledigt und hat wörtlicher gesagt, wir haben die Diesel in Ordnung gebracht. Nun, aus Sicht von Volkswagen heißt das, wir haben die Software-Updates zum großen Teil durchgesetzt. Das stimmt. Auch mein eigener Diesel, 2,0 TDI, ist so behandelt worden. Aber das Thema ist natürlich nicht erledigt. Ja. Der Wertverlust ist da, der ist horrend. Jeder Volkswagen-Händler in Deutschland kann Ihnen das sagen. Die Autos haben Standzeiten wesentlich höher als vor 2 Jahren. Und ohne ein Machtwort von der Regierung wird sich da Volkswagen ganz gewiss nicht bewegen mehr. Herbert Diess ist der neue Chef der Volkswagen-Markengruppe, also nicht nur VW, sondern das reicht ja bis zu Bugatti, Lamborghini, Porsche und Co. Skoda, Seat und alle, die dazugehören. Ist er ein guter, ist er ein schlechter? Wie ist Ihre Einschätzung? Also Herr Diess hat gezeigt, dass er sehr viel kann. Er hat Dinge bewegt in den 2,5 Jahren, die er jetzt bei Volkswagen ist. Vorher war er bei BMW, die man ihm fast nicht zugetraut hätte. Er hat Zahlen abgeliefert, jetzt zusammen mit seinen Vorstandskollegen, die beachtenswert sind. Und das hat ihn ganz gewiss auch für den Vorstandsposten im Konzern jetzt qualifiziert. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass er Chef wurde? Weil man hört über Matthias Müller, den Vorgänger, Ähnliches auch. Ja, also Herr Diess ist ein Kostenkiller. Also damit ist er auch bei BMW eingeschlagen, buchstäblich, so weit, dass es auch sogar Zulieferer gab, die sagten, mit dem Herrn können wir fast nicht mehr zusammenarbeiten, was der für die Marke BMW damals herausgeholt hat. Da ist er ein Meister drin und das hat auch die Rendite der Marke Volkswagen stark nach oben getrieben. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, aber er hat auch viele andere Bereiche beackert, zum Beispiel im Einkauf und natürlich neue Modelle mit angestoßen. Ist er jetzt unterm Strich Ihrer Meinung nach gut für die Zukunft oder ist das eher negativ? Kostenkiller klingt ja auch nicht gerade in Richtung Personal sehr freundlich. Anfang klang es so, da ist Herr Diess stark zusammengeprallt mit dem sehr mächtigen Betriebsrat, Gesamtbetriebsratschef von Volkswagen, Herrn Osterloh. Da gab es richtig Rabatz, aber die Zeiten sind vorbei. Herr Diess hat ganz gewiss hinzugelernt, dass Volkswagen auch anders tickt, dass das ein konsensorientierter Konzern ist. Und er hat zugelernt und dann zeigt auch mit dem Abschluss des Zukunftspaktes, also einem großen programmatischen Umbau, dass es gelingen kann. Ganz herzlichen Dank, Michael Knauer. Wir reden gleich um 12 Uhr weiter zu VW. Ich sage Dankeschön schon mal für den Moment und die Einordnung dieser Pressekonferenz von VW, dem großen deutschen Autobauer, mit neuem Chef.